Wer sind die Taigeta? Swaru von Ira ist eine der vielen Taigeta in unserem Sonnensystem, die bei der geistigen Befreiung der Menschheit helfen. Swaru offenbart Gosiadus Zag, dass ihr Volk mit den Menschen verwandt ist, da beide Rassen vom Lyras-Sternsystem abstammen. Swaru erklärt, dass ihre Gruppe schon seit einem Jahrhundert in unserer Ecke der Milchstraße ist, um den Menschen zu helfen, sich von der 3D-Manipulation zu befreien, von dem Planeten Ira und Thema, die den Stern Taigeta im Sternsystem M45 der Plejaden umkreisen, sind die Taigeta 422 Lichtjahre gereist, um den Seelen der Erde zu helfen, sich weiterzuentwickeln und den 3D-Beschränkungen zu entkommen. Gosia, hallo, Swaru, und vielen Dank, dass wir uns heute Abend treffen können. Swaru, danke, dass du mit mir hier bist. Gosia, könntest du uns zunächst einmal genau sagen, wer du bist? Swaru, die meisten von uns kommen von den Planeten Ira und Thema, die um die Sonne Taigeta in Messier 45, M45 kreisen. Das Sternensystem Messier 45, die Plejaden, oder auch die Sieben Schwestern genannt, das ist 422 Lichtjahre entfernt. Wir sind eine Gruppe von fast 18.000 Taigeta-Bewohnern in mehreren Schiffen. Gosia, aus welcher Dimension kommst du? Swaru, wir kommen aus der fünften Dichte. Wir nennen sie lieber Dichten als Dimensionen. Aber alles außerhalb der Erde ist sowieso in der fünften Dichte. Es ist nur die Erde, die künstlich in der dritten Dichte gehalten wird, superdicht. Das normale Universum ist immer in der fünften Dichte. Allerdings beachten wir diese Dichten nicht wie die Menschen auf der Erde, wir betrachten alles als Ganzes. Es ist eine Steigerung von sanft ansteigenden Frequenzen, ohne die Dichten zu trennen, als hätten sie eine Wand zwischen ihnen. Diese Ideen sind nur ein Konzept der Erde. Gosia, du sagtest, ihr seid etwa 18.000 Taigeta auf verschiedenen Schiffen. Befindest du dich ständig in der Umlaufbahn des Planeten Erde oder bewegst du dich zwischen verschiedenen Stellen und wie weit von der Erde entfernt bist du stationiert? Swaru, die Schiffe werden in verschiedenen Höhenbahnen platziert, je nach der individuellen Aufgabe des jeweiligen Schiffes. Dieses befindet sich in einer Umlaufbahn von 490.000 Kilometern. Die großen sind meist stationär, die kleineren bewegen sich überall hin. Gosia, was sind die Aufgaben dieser verschiedenen Schiffe? Swaru, manche Schiffe sind Kommando- und Kontrollschiffe, von denen aus alles überwacht, organisiert und kontrolliert wird. Die Führung liegt bei ihnen. Es gibt zwei solcher Schiffe. Dieses ist eines von ihnen. Andere sind damit beschäftigt, die Blockade durchzusetzen. Eines davon ist ein Wissenschaftsschiff, und dann gibt es noch mehrere kleinere, wendige Schiffe, die mehrere Aufgaben erfüllen können, und dann gibt es noch zahlreiche kleine Schiffe. Das sind Shuttles zu, und von den Schiffen, diese sind meist scheiben- oder kastenförmig. Gosia, kannst du genauer erklären, was du mit Schiffen meinst, die für die Durchsetzung der Blockade zuständig sind? Swaru, wir verhindern, dass Schiffe die Erde verlassen oder betreten, ohne dass es dafür einen triftigen Grund gibt. Damit soll verhindert werden, dass feindliche Kräfte eindringen und die negativen Kräfte auf der Erde verstärken. Die Blockade wird hauptsächlich von drei Völkern durchgesetzt, Taigeta als Führung und Kontrolle, Alpratana von Alpha Centauri und die Antarie. Gosia, sind es vor allem die kleinen Schiffe, die wir hier sehen können, die sogenannten UFOs? Swaru, ja, Gosia, und dann hast du gesagt, dass du die ein- und ausfahrenden Schiffe überwachst. Was ist mit den Schiffen des geheimen Weltraumprogramms? Haben sie die Erde verlassen, wie sie behaupten? Haben sie deine Blockade umgangen? Swaru, es gibt viele Schiffe. Einige befinden sich in Gebieten wie S4, Heria 51, aber die meisten großen sind auf dem Mond und unter der Kontrolle der Föderation. Das amerikanische Raumfahrtprogramm hat alle seine großen Schiffe verloren. Gosia, heißt das, dass sie irgendwann die Erde verlassen haben? Swaru, ja, in den 1960er Jahren bis 2008, als Asket sie ausschaltete und in einer Raumschlacht alle gefangen nahm. Gosia, okay, du hast gesagt, du verhinderst, dass Schiffe die Erde verlassen. Welche Schiffe verlassen die Erde? Du meinst das SSP, Secret Spies Programm? Swaru, einige der übrigen sind SSPs, andere sind Reptilianer oder große Weiße oder Mädre, große Grau. Hier gibt es eine Menge Schiffsverkehr.
Gosia, okay, lassen wir SSP für ein anderes Mal beiseite. Du hast also gesagt, dass alles um die Erde herum in der fünften Dichte ist? Befinden sich deine Schiffe auch in der fünften Dichte, wenn sie in der Nähe der Erde sind? Swaru, alles außerhalb der Erde ist in der fünften Dichte. Gosia, in welcher Entfernung von der Erde beginnt die fünfte Dichte? Swaru, der Farnellengürtel markiert die Grenze. Gosia, wie können wir diese Schiffe sehen, wenn sie sich in der fünften Dichte befinden, oder erst unterhalb des Farnellengürtels? Swaru, ich habe ein Problem damit, es hier zu beschreiben. Sie sind Kampfschiffe, und ich nenne sie nur ungern so, weil es sehr kriegerisch klingt. Und ja, viele sind unter dieser Gürtellinie. Viele sind auf der Oberfläche gelandet oder im Tiefflug und alle Varianten dazwischen. Wenn Ufologen sagen, sie hätten ein Plasmaschiff gesehen, ist es nicht das Schiff selbst, das sie sehen. Es ist die Ionisierung, die in der Atmosphäre erzeugt wird, wenn die Anwesenheit eines Raumschiffmotors die Moleküle in der Luft überhitzt und ionisiert. Kurz gesagt, was du siehst, ist der Auspuffstrahl des Schiffes. Das ist ein schwarzer Ritter-Satellit. Es gibt 19 davon. Das sind Alphatar-Kampfjets der L-Klasse. Sie bleiben in der niedrigen Erdumlaufbahn mit der Nase nach unten wie ein Raubvogel, der nach Kabalenschiffen, Reptilienschiffen oder anderen Schiffen der Negativen Ausschau hält. Gosia, kommen noch mehr Menschen aus unterschiedlichen Teilen der Plejaden oder hauptsächlich von den Planeten, die du erwähnt hast? Swaru, hauptsächlich, aber nicht inkarniert. Meistens werden sie mit der Immersionstechnologie vollständig eingesetzt. Sie tun dasselbe wie wir, aber so, wie sie es für richtig halten. Allerdings müssen wir alle die gleichen Regeln befolgen. Gosia, was ist die Immersionstechnologie? Swaru, eine computerbasierte virtuelle Realität, in der du dich in die digitale Matrix hackst, die die Erde kontrolliert. Du erscheinst und funktionierst wie ein Mensch, obwohl du es nicht bist. Du gehst da rein, um eine Mission oder einen Zweck zu erfüllen. Gosia, wauf, du bist ein biologischer Mensch, nicht wahr? Swaru, ja, wir sind vom selben lyrischen Zweig. Unsere Hauptunterschiede sind die 12 strängige DNA und 24 Chromosomen. Und als Folge dieses Unterschieds ist unser Nervensystem anders, hauptsächlich unsere Sexualorgane. Es hängt fast alles mit dem Nervensystem zusammen. Da die Nervenspannung viel höher ist als bei Menschen, und das Gehirn hat keine Hirnlappen ohne rechte und linke Gehirnhälfte, es ist alles eine Masse. Wir denken holographisch und verstehen die Dualität ohne Konflikt zwischen den Hemisphären, wie bei den meisten Menschen auf der Erde. Wir können auch im Dunkeln sehen, wie Katzen es tun. Dies ist auch auf eine höhere Effizienz des Nervensystems zurückzuführen, auch alle unsere Sinne sind intensiver. Wir werden kaum müde, wenn wir laufen, weil unsere Erholungszeit viel schneller ist. Das ist auf die zusätzliche Effizienz der Mitochondrien, die Sauerstoffverarbeitung und auch auf einen höheren Sauerstoffgehalt auf unserem Planeten und in der inneren Atmosphäre des Schiffes zurückzuführen. Sie besteht aus 78% Sauerstoff, 20% Stickstoff und 2% anderen Gasen. Auf der Erde besteht sie aus 78% Stickstoff, 20% Sauerstoff und 2% aus anderen Gasen. Wir sind introvertiert. Außerdem haben wir keine Skelettprobleme, oder sie sind selten, weil die Schwerkraft auf unseren Planeten und in der künstlichen Schwerkraft auf dem Raumschiff nur 80% der Erde beträgt. Gosia, wie lernst du unsere Sprache? Swaru, durch telepathisches Herunterladen und etwas Übung, da wir hier untereinander massenhaft Informationen austauschen. Es ist ganz einfach, eine neue Sprache zu lernen. Die meisten von uns sprechen fließend mehr als 10 Sprachen der Erde. Gosia, okay, ich habe gehört, dass ihr hauptsächlich Frauen seid. Swaru, unsere Bevölkerung ist zu etwa 75% weiblich, ja, Gosia, warum seid ihr hauptsächlich Frauen, was ist mit Yin und Yang? Swaru, das wären jeweils 50%, wir kennen die Antwort selbst nicht. Es gibt viele Theorien. Wenn man es von einem reproduktiven Standpunkt aus betrachtet, sind die meisten der Frauen, die den Überschuss bilden, überwiegend sehr alt und nicht daran interessiert, einen Partner zu haben. Gosia, um es klar zu sagen, alt, aber immer noch in einem 20 Jahre alten Körper, ja? Swaru,
Einige ältere Frauen sind in einem 20 Jahre alten Körper und einige in Körpern, die älter aussehen. Es kommt ganz darauf an, wie sie aussehen wollen. Der Grund, warum die meisten Babys Frauen sind, kommt auch von der geistigen Seite. Niemand ist daran interessiert, einen männlichen Körper zu haben, weil die meisten Seelen daran interessiert sind, weiblich zu sein. Klonen funktioniert also nicht. Hier ist alles für Frauen, fast alles. Als Frau ist es einfacher, ein Projekt zu haben, weil du beruflich auf professionelle Art und Weise mehr respektiert wirst. Das sollte nicht sein, ich weiß, aber es ist so. Eine Frau ist in Wissenschafts- und Kunstkreisen sehr angesehen, Männer nicht so sehr, denn thaigetische Männer sind vor allem an Liebe, Beziehungen, Romantik, Sport, Unterhaltung und noch mehr Unterhaltung interessiert. Romantik, Sport, Unterhaltung, Technik, Wissenschaft und selten an der Politik. Auch wenn es hier also viel mehr Frauen gibt, sind die meisten von ihnen nicht an Männern interessiert. Fast alle Männer sind an Frauen interessiert. Es ist also ausgeglichen. Gosia, ganz im Gegenteil zu hier. Swaru. Ja, Gosia, was ist deine Muttersprache? Womit ist sie vergleichbar? Swaru. Unsere Muttersprache ist Taigetisch-Plejadisch, sie ähnelt der Sprache der Navajo der Erde oder der Inuit, die Sprache ist telepathisch-verbal. Das bedeutet, dass die einzelnen Wörter mit umfangreichen telepathischen Daten und Bedeutungen geladen sind. Jedes Wort ist ein Träger für die telepathische Ladung. Wir sprechen mit unserem Mund, so wie du es tust. Aber während wir sprechen, laden wir auch Details zu unseren Wörtern, indem wir etwa 1000% mehr Daten pro Satz weitergeben, als es einer auf der Erde pro Satz tut. Gosia, ich verstehe. Kannst du sagen, dass du aus unserer Zukunft kommst? Denn einige Kontaktpersonen sagen, dass sie Kontakt mit Wesen aus der Zukunft haben. Swaru. Es gibt keine Zukunft. Alles passiert jetzt. Es ist nur deine Wahrnehmung und deine Frequenz, die bestimmt, was du in deinem Jetzt erlebst. So oder so kann man sagen, dass wir aus der Zukunft kommen, aber nicht von der Erde. Wir sind keine Erdenmenschen aus der Zukunft. Gosia, ja, diese Konzepte sind für uns immer sehr schwer zu verstehen. Okay, ihr seid also keine zukünftigen Erdenmenschen. Nein, ihr seid Zeitreisende, aber nicht solche Zeitreisende, wie manche Leute behaupten. Swaru. Nun, im Grunde genommen ist die Raumfahrt mit einem Hyperraumantrieb eine Zeitreise. Gosia, ja, das verstehe ich, aber ich meine, ihr seid keine Menschen von der Erde, die mehrere hundert Jahre vorwärts gegangen und zurückgekommen sind, richtig? Swaru. Stimmt, das sind wir nicht, wir sind verwandt und stammen beide von Lurianern ab, aber wir sind eine andere Rasse, ein anderes Volk, eine andere Kultur. Gosia, du. Und die Menschen hier sind Nachkommen von Lyra, Swaru. Ja, so wie viele andere Zivilisationen auch, sind wir Menschen ähnlich. Die Lyra sind die älteste bekannte menschenähnliche Rasse. Gosia, unserem letzten Gespräch entnehme ich, dass du im Jahr 2008 hierher gekommen bist, obwohl ich weiß, dass du schon früher hier gewesen bist. Ich habe gehört, dass du schon einmal hier warst, Swaru. Wir waren schon einmal in kleinerer Zahl hier. Wir sind seit Tausenden von Jahren hier, aber 1952 traten wir in Erscheinung und dann im Jahr 2008 in viel größerer Stärke, aber wir sind seit Tausenden von Jahren hier. Seit 2008 sind wir hier und seitdem immer noch. Gosia, ihr seid 2008 in größerer Stärke zurückgekommen. Warum? Was genau ist passiert? Swaru. Die Kabbala hat sich darauf vorbereitet, Menschen abzuschlachten. Ein Massenmord. Es ging um die Endzeit von 2012. Wir haben sie gestoppt, um genau zu sein, die Agenda 21. Eigentlich sollte es 2012 mit voller Kraft losgehen. Es hat sich jetzt verlangsamt, ist aber leider noch nicht ganz ausgeschaltet worden. Gosia, hat es etwas mit der Agenda der neuen Weltordnung zu tun? Mit der Ausrottung der menschlichen Bevölkerung und so weiter? Swaru. Ja, das ist Teil der neuen Weltordnung. Gosia, okay, wauf, dafür seid ihr also zurückgekommen. Was meinst du mit der Endzeit? Ich habe verstanden, dass 2012 und all das nur den Aufstiegsprozess bedeutet. Swaru. Eigentlich ist es ein Aufstiegsprozess, wie du gesagt hast.
Das Problem ist, dass die Kabale den 11. September 2001 als Auffernübung für den negativen Plan benutzt hat. Gosia, das war also unter anderem der Grund, warum du gekommen bist, Swaru. Ja, und es gibt nicht nur einen Grund, es gibt viele. Gosia, kannst du mir die anderen Gründe nennen, warum du hier bist, Swaru? Die Probleme der Erde zu lösen ist nichts, was wir von außen tun können. Das muss von innen heraus geschehen. Wir weisen die Menschen also auf Dinge hin, damit sie ihrerseits wiederum mehr sehen. Erforscht auf eigene Faust bis zu einem Kipppunkt im Bewusstsein. Wenn das erreicht wird, dann werden sich die Dinge zum Positiven wenden. Und du musst die Massen nicht aufwecken. Mach dir darüber keine Sorgen. Alles, was du brauchst, ist, einen wichtigen Kern der Menschen zu erwecken. Die anderen werden folgen, denn sie sind nicht einmal echte Menschen, sondern Manifestationen in den Köpfen der wenigen echten Menschen. Wir sind jetzt in einer Kontaktkampagne der Massen, um Informationen zu verbreiten, die bei einigen Menschen auf Resonanz stoßen werden. Das mag bei der Mehrheit nicht gut ankommen, aber das muss es auch nicht. Alles, was wir tun müssen, ist ein paar Schlüsselpersonen zu aktivieren, dann wird es eine Kettenreaktion geben. Gosia? Aber wenn es bei Ihnen ankommt, ist das der Zweck des Kontakts, dass es ankommt und ist die Resonanz ausreichend, Swaru? Wenn Sie mitschwingen, wird sie erfüllt. Es macht diesen Schlüsselpersonen klar, wer sie sind. Sie werden über ihr wahres Selbst aufgeklärt und beginnen, eine andere Realität für sich selbst und damit für den Rest der Menschheit oder für die Welt zu manifestieren. Wenn sie es manifestieren, verändern sie die Welt. Sie terraformen. Diese Schlüsselpersonen manifestieren die gesamte Realität, die du siehst. Ich meine, wenn du 7.500.000 Schlüsselpersonen hast und sie alle verstehen, was vor sich geht, dann werden sie eine neue Realität manifestieren. Dann werden sie eine neue Realität für alle manifestieren. Denn der Rest der Bevölkerung auf der Erde ist nichts anderes als die Matrix. Die Erde ist einfach mehr Matrix. Da sie nur mehr Matrix sind, sind sie das Produkt der Manifestation der oben erwähnten Schlüsselpersonen. Wir oder irgendjemand anderes können auf keinen Fall auf die Erde kommen, um das Negative zu drehen und aufzuräumen. Das Negative und das Aufräumen des Lebensraumes, die Einrichtung einer neuen holographischen Regierung, denn sie wird nicht halten. Das wird nicht von Dauer sein, denn es wurde schon einmal mit schrecklichen Ergebnissen so gemacht. Die Menschen neigen dazu, uns zu Göttern zu machen. Das sind wir nicht, wir sind Boten. Das ist die eigentliche Bedeutung des Wortes Engel. Und für Hunderte, wenn nicht Tausende von Jahren haben sie uns immer wieder diese Engelsache zugeschrieben. Das liegt daran, dass die Menschen auf der Erde so erzogen wurden, dass sie einen Vater suchen, der sich um sie kümmert. Und in gewisser Weise könnte man uns so beschreiben, im Gegensatz zu den Menschen. Wir sind ein Volk, das selbstverantwortlich ist. Deshalb sind wir erwachsen. Die Menschen hingegen wissen nicht, wie man Verantwortung übernimmt. Den Menschen auf der Erde muss gesagt werden, was sie denken sollen, was richtig und was falsch ist, auf wen sie hören sollten. Zuerst der Vater und die Mutter, dann die Lehrer in der Schule, dann die Chefs in ihrem Job und sogar die Priester und Politiker. Sie werden die ganze Zeit geführt und wissen nicht, wie sie ihre eigenen Entscheidungen finden. Sie sind in einem Bienenstock, zumindest die meisten von ihnen. Sie müssen also lernen, erwachsen zu werden und für sich selbst verantwortlich zu sein. Die Menschen müssen es sein, welche die Unterdrücker überwinden. Das tun nicht wir. Das tun wir nicht. Das müssen wir nicht übernehmen. Wir wissen, wer und was wir sind. Die Menschen müssen die Arbeit machen. Aber zurück zu dem, warum wir jetzt hier sind. Wir sind hier, um bei der Befreiung der Seelen und Gemüter auf der Erde zu helfen und sie zu unterstützen. Wir sind auch hier, um den Aufstieg der Erde aus wissenschaftlicher Sicht zu unterstützen und zu untersuchen. Und viele von uns kommen abgesehen davon auch aus persönlichen Gründen hierher, aber damit verbunden sind wir hier, um Sternensamen auf der Oberfläche zu platzieren, um das Erwachen der Menschheit von innen zu unterstützen. Diejenigen, die reinkommen wollen, dann beobachte sie, finde sie und bringe sie wieder nach Hause, wenn sie ihre Aufgabe und ihr Ziel erreicht haben. Gosia, verstehe, und das kann man von deinem Planeten aus machen, Swaru. Es wäre möglich, aber es ist schneller und viel bequemer, es von einem Schiff in der Umlaufbahn aus zu tun, aus Raumfahrzeugen in der Umlaufbahn.
das Hauptproblem, wenn man es von den Planeten aus macht, ist, dass es eine erhebliche Zeitdauerdifferenz im Verhältnis von 1 bis 4,5 Mal gibt. Das heißt, für jeden Tag auf unserem Planeten sind auf der Erde 108 Stunden vergangen. 4 Tage, 12 Stunden für jeden Tag auf unserem Planeten. Gosia, ist das für dich jetzt im Orbit das gleiche Zeitverhältnis? Swaru. Nein, von hier aus ist die Zeit nur 5 Minuten langsamer pro Tag. Wenn ich eine Uhr hätte und sie mit deiner synchronisieren würde, wäre meine Morgen 5 Minuten hinter deiner. Am nächsten Tag wird es 10 Minuten langsamer sein und so weiter. Gosia, aber ihr seid immer noch in der 5. Dichte da oben im Orbit. Sollte es also nicht dasselbe sein wie auf euren Planeten? Swaru. Nein, Zeit ist relativ zu jeder Person. Sie ist keine universelle Konstante, wie Einstein sagt, er hat das missverstanden. Er behauptet, es sei so, die Zeit auf dem Planeten ist der Durchschnitt der Wahrnehmung der gesamten Bevölkerung auf ihm. Gosia, es hat also nichts mit der Dichte zu tun? Swaru. Nein, nur da die Dichten mit dem Bewusstsein verbunden sind. Zeit ist ein Produkt oder eine Wahrnehmung jedes einzelnen Bewusstseins. Die Zeit selbst ist nicht existent. Gosia, okay, du sagst, dass Zeit nur die Wahrnehmung im Bewusstsein der Menschen ist, die sich entsprechend ihrer Dichte in der Welt aufhalten. Ist das der Grund, warum eure Zeit im Orbit unserer hier so ähnlich ist, weil ihr näher an 3D seid und unser Bewusstsein euch dort beeinflusst? Swaru. Richtig, und auch weil wir uns mit dir und den Ereignissen auf der Erde abstimmen. Unsere kollektive Wahrnehmung der Zeit ist hier im Orbit also ähnlich wie auf der Erde. Gosia, okay, gibt es noch einen anderen Grund, warum du hier bist? Du hast gesagt, es soll uns helfen aufzusteigen, aber ist es dir wichtig, dass wir aufsteigen? Ist es dir wichtig, dass wir aufsteigen, oder ist deine Hilfe rein altruistisch? Die Frage ist, warum? Das tiefere Warum, ist unsere Anwesenheit in 5D aus irgendeinem Grund notwendig? Swaru. Die eigentliche Bevölkerung der Erde besteht aus Sternensamen, auch wenn sie schon seit mehreren oder tausenden von Inkarnationen auf der Erde sind. Sie alle sind Sternensamen, weil sie nicht von der Erde stammen. Sie sind die echte Quelle. Im Grunde genommen, die wahren Menschen auf der Erde sind wir oder unsere Familie. Und wir können nicht wirklich frei sein, wenn jemand davon unterdrückt wird. Außerdem sind viele von uns zur gleichen Zeit dort und hier. Wir wollen alle unsere Varianten der Zeitplanung herausbringen. Und ja, du wirst in 5D gebraucht, denn 5D ist Heimat, die Heimat der nicht-physischen Existenz. Gosia, du hast gesagt, dass man nicht wirklich frei sein kann, wenn jemand anderes unterdrückt wird. Hast du das Gefühl, dass ihr kein freies Volk mit uns Unterdrückten sein könnt? Swaru. Komplizierte Antwort. Meine Leute sagen und fühlen, dass sie eine Menge Karma in sich tragen. Dinge wie zum Beispiel die Bombardierung des Mars. So, glauben sie, dass dies ihr Karma reinigt. Das Problem ist, dass das Konzept des Karmas falsch ist. Du musst kein schlechtes Karma haben. Du tust es nur, weil du es freiwillig tust. Du befreist dein Karma, wenn du verstehst, warum deine vergangenen Ereignisse stattgefunden haben. Du überwindest das Karma, wenn du genug Weisheit angesammelt und verarbeitet hast, um alles loszulassen. So gesehen, sind wir nur aus altruistischen Gründen hier. Gosia, und du bist freiwillig hierher gekommen? Swaru. Ja, das ist absolut freiwillig. Meistens sind es die jungen und idealistischen Taigeter, die hierher kommen. Die Älteren bevorzugen andere Dinge. Gosia, gibt es andere Planeten, die sich in einer ähnlichen Situation befinden wie wir, und denen du auch hilfst? Swaru. Ja, es gab genau 9 andere Planeten in einem ähnlichen Zustand, insgesamt 10, aber keiner von ihnen ist in einem so kritischen Zustand und so relevant wie die Erde. Nun, die Erde und ein anderer sind die einzigen, die in einem solchen Zustand bleiben. Der andere ist die Venus, aber das Problem dort ist nicht mit der Erde verbunden. Gosia, warum ist die Erde so wichtig? Swaru. Weil sie uns näher ist und weil es dort eine sehr große Artenvielfalt gibt. Denn sie ist voll von Sternensamen, und wir sollten uns alle um unsere eigenen kümmern. Auch aus strategischen Gründen.
Das ist die negative Festung. Wenn die negativen Kräfte der Erde auf der Erde besiegt werden, werden auch andere Planeten, die in Schwierigkeiten stecken, befreit. Die anderen Planeten sind nur Knotenpunkte der Kabalen der Erde, zum Beispiel Mars und Venus. Die Erde ist der Schlüsselplanet. Gosia, der Schlüssel in diesem Quadranten meinst du, weil das Universum so groß ist, Swaru? Ja, in diesem Quadranten und dem Problem der negativen Infiltration. Gosia, kannst du das Problem der negativen Infiltration bitte näher erläutern, Swaru? Negative Kräfte dringen in friedliche Planeten ein, um die einheimische Bevölkerung zu erniedrigen und zu beherrschen. Die einheimische Bevölkerung wird mit Lügen und Gedankenkontrolle für ihre eigenen Ziele missbraucht. Gosia, das ist also auch für Sie ein wichtiger Planet. Warum ist das Interesse an der Erde auf beiden Seiten so groß, Swaru? Das stimmt. Sieh die Erde als das Hauptquartier der negativen Kräfte und auch, weil die Erde in anderen, positiven Zeitlinien auch der Hauptsitz der Föderation ist. Es ist das Hauptquartier der negativen Kräfte und gleichzeitig auch das Hauptquartier der Föderation. Gosia, das ist interessant. Du meinst, wir sind der Hauptsitz der Föderation in anderen Zeitlinien? Wenn du uns jetzt hilfst, rettest du also auch die Föderation in anderen Zeitlinien, Swaru? Ja, das ist genau das, was ich sage. Hier ist alles konzentriert. Gosia, und warum interessieren sich die Negativen für den 3D-Planeten, oder meinst du, sie haben 3D gemacht, Swaru? Wir, die Föderation, haben die 3D gemacht. Die negativen Kräfte haben sie einfach gekapert und 3D zu ihrem Vorteil genutzt. Wir hatten nicht die Absicht, es so schwierig zu machen. Gosia, ich fühle mich immer noch nicht frei, denn ich habe es immer noch im Kopf. Du sagtest, und wir können nicht frei sein. Meinst du damit, dass du Mitgefühl für Menschen empfindest, oder hilfst du nur, sie zu befreien, oder hängt das alles zusammen, Swaru? Es ist verbunden. Das Konzept, dass wir alle eins sind, wird hier sehr deutlich. Wir sind eine sehr empathische Rasse und wir leiden in der Haut des anderen genauso wie in unserer eigenen. Also tun wir es, weil wir etwas gegen das Problem tun können. Wenn wir nichts tun, machen wir uns genauso schuldig wie diejenigen, die das Problem aufrechterhalten, denn sie haben die Lösung. Gosia, ich kann mir vorstellen, dass du die Lösung innerhalb der Grenzen der Gesetze finden kannst, Swaru. Ja, richtig, und das Problem ist, dass viele die Lösungen nicht verstehen, weil sie sehr metaphysisch sind. Kurz gesagt, du veränderst die Wahrnehmung der wirklichen Menschen, derjenigen, die die Matrix manifestieren. Wenn du die Matrix von innen heraus manifestierst und dich veränderst, das wird das Problem lösen. Die Probleme auf der Erde sind die äußere Reflexion, der Spiegel eines gespaltenen und traumatisierten Selbst der wirklichen Menschen, die die Matrix manifestieren. Es sind echte Menschen, die die Matrix manifestieren. Gosia, die Menschen hier sind diejenigen, die die Gedankenkontrolle der Matrix manifestieren und aufrechterhalten. Um dies zu tun, wird die Matrix von den Negativen auferlegt. Und wenn wir unser Wahrnehmungsbewusstsein ändern, programmieren wir die Matrix um. Die Wahrnehmung ist es, um die Matrix von innen heraus neu zu programmieren. Ich glaube, ich verstehe. Wichtig, der Link zu den zensierten Videos auf Odyssee befindet sich in der Beschreibung, die ihr euch unbedingt anschauen solltet, wie zum Beispiel dieses hier.